Gelobt sei der Imperator, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer 40.000 Battle Sector. Wir haben beim letzten Mal mit unserem Dreadnought-Bruder Gwindar einen weiteren Tyrannofex Trashmob erledigt. So, wir haben aber immer noch die Aufgabe, hier noch weitere Prometheum-Flüsse zu stoppen, weil ansonsten hier wahrscheinlich mittlere Katastrophen passieren. Mein Plan ist es, jetzt hier so schnell wie möglich mit ihm hier rüber zu jumpen, dass ich ihn da drüben habe. Dann ist nämlich der Weg hier nicht mehr so weit. Selbiges könnte ich eigentlich sogar mit ihnen versuchen. Aber ich glaube, ich nutze diese Jungs hier als Überraschungsmoment, um von da drüben hochzuspringen. Ja, ich wusste es, weil da nämlich noch ein paar Hormaganten sind. Sehr gut. Und diese Hormaganten sind natürlich jetzt echt ätzend. Die müssen ausflankiert werden. So. Wir sichern jetzt erstmal hier unsere Position so ab. Und was mache ich mit euch hier? Ja, mit euch gehe ich auch da schon mal hoch. So. Absichern, auch wenn wir dabei nicht viel sehen werden. Den Heavy Fire Support schicke ich jetzt dann doch wieder darüber. Das da ist jetzt hier endlich frei. Und wir können hoch und dann mal hier schauen, ob da oben schon irgendetwas für uns angreifbar ist. Tatsache, da sind ein paar Flatterviecher schwer treffbar. Deswegen sparen wir uns das Schießen auf die gerade eben erstmal. Ihr geht da noch mit hin. Und richtet euch in dieselbe Richtung aus. Overwatch set. Brother Etubio da hinterher. Und absichern in diese Position. Ich könnte jetzt sogar schon versuchen, auf die ein bisschen zu ballern. Die haben halt die Distanz, ne? 75%, jawohl. Da kann man nicht meckern und wieder zurück. Ich probiere mal meinen Weg erstmal dahin. Reicht das? Ja, 75% muss mir reichen jetzt. Die meisten von denen sind down. Ich will nämlich nicht so nah ran, wenn ich es vermeiden kann. Jetzt machen meine Sturmtruppen. Close combat support. Nicht so viel gerade eben. Assault Marines ready. Ehrlich gesagt, viel zu wenig. Sergeant Carleon macht hier gerade eben auch nicht viel, außer absichern. Die Aggressors da, die können noch was tun, aber die Frage ist, was sollten sie tun, ne? So, jetzt ist auch immerhin das Gift vom Boden wieder weg. Die rennen ganz woanders hin, als ich gedacht habe. Okay. Da kommt auch noch was angekrabbelt. Ach ja, sind ja natürlich auch noch sehr, sehr viele, darf man nicht vergessen. Und wo ist denn das? Ach so, das ist da, wo der Librarian und der Dreadnought ist. Okay, okay, okay. Irgendwie scheinen die jetzt nicht mehr so viel Bock zu haben, gegen uns zu kämpfen, nachdem der Große weg ist. Kann das sein? Okay, der Kleine, der hat Cojones. Der darf noch eine Weile leben. Einfach, weil ich ihn beeindruckend finde. Aber die machen jetzt nicht mehr so viel Schaden, dass ich das hier nicht wegheilen könnte. Auf der anderen Seite würde ich aber auch ganz, ganz gerne mal den Librarian einsetzen. Aber ganz im Ernst, ich will mir gerade nochmal seine Werte angucken. Ich glaube nicht, dass er gegen den Tyrannofex eine realistische Chance gehabt hätte. So als Zweitattacke vielleicht, aber wenn der hat... Wie schön, dass die ganz viel Material treffen. Wir lernen, dass auch die Luft Deckung haben kann in Form von Rohren und Geländern. Ui, ungünstig. Und manche bleiben sogar da direkt mal oben. Das haben wir gesehen.
Okay, das finde ich cool, dass sie da oben bleibt. Das finde ich wirklich cool. Der ist halt einfach nur da oben und dir auch. Krass, ey. Ich will auch solche Fliegeviecher, die da oben bleiben können. Okay, wir erhöhen die Geschwindigkeit jetzt mal. Mhm. Termagantin. So, jetzt heilen wir dich erstmal wieder. We'll have you back up in no time. So, was hat er denn für eine optimale Reichweite? 2! Ihr seid genau in der optimalen. Ich mag eure Kooperationsbereitschaft. Super duper ole ole. Dann kann jetzt er noch mal ein bisschen auf den hier schießen. Das hat er verdammt gut gemacht, Jukat. Du fällst dir noch mal dieses eine Fältchen zurück. Understood. Und jetzt sind wir wieder bei den anderen da drüben. 2 Züge und dann muss ich hier sein. Ich kann auf jeden Fall springen, das ist jetzt schon mal klar. Aber das ist so super knapp. Bleib dabei, das ist mega knapp. Okay. Ihr kommt jetzt da hoch und könnt die dann schon mal hier unter Feuer nehmen. Dann ist das Ganze nicht ganz so ätzend. Gut. Mit euch komme ich jetzt gar nirgendwo mehr ran. Das ist das Doofe. Ich lasse sie rennen. Ich könnte sogar schon da drauf springen. Mal gucken, ob ich das direkt schon deaktivieren kann. Ui, ui, ui. Luftabwehrfeuer. Aber sie haben es verkackt. Jawohl. Problem gelöst. Einfach mal Problem gelöst. Ja, die sind immer noch da. Das ist echt krass, was die aushalten. Da hat es auch nochmal welche. Da sollte ich. Lieber mit diesen Hormaganten. Ich mach. Das ist nur gegen Fernkampf ein Problem. War gerade immer ein kleiner Bug, die stecken in der Treppe fest. Okay, haben wir sowas auch gesehen. Naja, ist noch eine Early Version, ne? Ist noch über 2 Monate hin, bis das Ding gereleased wird. Ich möchte sie jetzt hier ausflankieren, dass ihnen ihre dämliche Luftverteidigung nichts bringt. Das hat ganz gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Selbiges mit denen da. Das hat sogar die gesamte Einheit ausgelöscht. Dann kannst du hier in die Heilung sprechen. The blood is strong. Do not falter. Plasma fire support ready. Die Plasma-Dudes schießen ja tatsächlich auf solche Distanzen besser, ne? Gar nicht so nah rangehen. Lieber auf Distanz schießen. Und selbiges hier auch auf wieder. Vielleicht sind diese Termaganten dann schon down. Dafür müssen sie noch ein bisschen besser treffen. Nee, der hat echt noch einen Hitpoint. Okay. Ja, aber wir machen das jetzt einfach so, wir gehen damit rüber. Mit der Truppe. Ich glaube aber, dass da nicht mehr so viele sind. Deswegen gehe ich jetzt hier mit Brother Eturio ran und clear das jetzt hier einfach ganz kurz. Nahkampfangriff. Gut. Mir fehlt noch Aggressors hier, genau. Mit denen komme ich aber nicht ran. Da kommt dann wieder ihnen so ein bisschen ihr Reichweitenproblem nicht zum Vorteil. Ja gut, dann ist es halt so.
Bin ich ehrlich gesagt sogar froh, dass ich jetzt hier weniger Aggressors mitgenommen habe. Ich habe erst gedacht, das ist ein Fehler, den ich da eventuell begehe. Aber, so wie es aussieht, zahlt es sich aus, dass wir hier eher normale Einheiten dabei haben. Oh oh. Aber die haben irgendwie trotzdem die ein bisschen verteidigt, ne? Ist immer wieder interessant, dass die Nahkämpfer so etwas tun. Das System dahinter ist mir bloß noch nicht so ganz klar, und wann das passiert und was ich dafür tun muss, um es eventuell gezielt zu triggern. Ich kann sie auch riechen und sehen, nicht nur hören. Und manch einer fühlt sie sogar. Huch, wo ist denn das? Oh, hi. Da kommt noch eine Welle. Ja, also ich möchte mit ihm jetzt da weg. Hab ich gerade so für mich entschieden. Gott, das sind noch viele. Tja. Ich finde es immer noch witzig, dass der eine, der immer noch rumläuft, der immer noch auf uns schießt, ne? Ein kleiner Lacker. Ja, also dich muss ich echt heilen, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Ich hatte schon befürchtet, dass es ein Fehler sein könnte, mit ihm so exponiert vorzugehen. Oh, 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 oh. Ich bin echt überrascht, wie viele das sind. Das Spiel sagt mir nicht mal eine Zahl, wie viele es sind. Es sind noch eine Menge. Uff. Hey, ich darf wieder. So. Heil dich mal, mein Bester. Oder heil ihn, besser gesagt. My power is yours to command. So, jetzt kannst du tatsächlich hier mal diesen Schritt vorgehen. Und hier einfach mal die Sturmkanone benutzen. Und nochmal. Hey, er hat die gesamte Unit ausgelöscht. Tech Marine standing by. Du kannst leider immer noch nicht auf irgendwas schießen, ne? Dann machen wir es halt wieder so. Wir müssen die Jungs jetzt hier rausboxen. Kannst du da schon noch was treffen? 75%. Da kann man nicht meckern. Da drüben ist ja leider auch eine ganze Menge. Also ich kümmere mich jetzt wirklich erstmal um das hier. Feuerfrei, auch 75%. So. Dann geht ihr da davor. Ach nee, das sind die Plasma-Dudes. Die dürfen nicht so nah ran. Maximal bis da. Ja, ich schieße auch auf die 75%, natürlich. Dann sind die vielleicht schon weg. Das lief so wie gewünscht. 35% nur. Das ist wenig. Okay. Ich springe jetzt dahin und versuche die jetzt hier unter Druck zu setzen. Ja, gut, damit muss ich jetzt leben. Dasselbe mache ich jetzt hier mit denen da, da laufe ich bloß so ran. Warte mal, das gibt ja auch mehr Nahkampfpräzision, genau. Ich hoffe, dass sich das jetzt lohnt. Ja, so mittelmäßig. Angriff. Ich find's krass beeindruckend, was diese Gargoyles hier mitmachen. Das ist heftig. Die schlucken hier die Aufmerksamkeit von mehreren Einheiten.
Aber wir haben es geschafft, sie abzuschießen. On my honor. Ja, ich drehe mich jetzt natürlich zu, dass ich keine Schüsse in den Rücken bekomme hier. Wäre ja noch schöner. Okay, die sind schon korrekt ausgerichtet. Du rennst jetzt hier rüber und heilst dich erstmal. Lauf, 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 lauf. Und Heilung! So, okay. Sicherst dich in diese Richtung ab. Du gehst da noch mit hin. Ich weiß es halt nicht, wo sie kommen. Sie könnten von da kommen oder sie könnten von da jetzt hier so rumgeschwirrt kommen. Deswegen versuche ich jetzt mein Glück einfach mal so. Battleline Squad ready. Können die da schon draufhalten? Jawoll! Besser als nix. Ja, wie gesagt, besser als nix. Da ist noch ein Intercessor, der noch nichts gemacht hat. Außer Reichweite. Das ist nicht das, was ich lesen will. Gerade so außer Reichweite. Das Gemeine ist halt, das wäre halt cool, wenn das hier nochmal plus 1 Distanz geben würde, ne? Naja gut. Man soll nicht zu viel verlangen. Da kommen wieder ein paar Hormaganten. Oh nein. Das hat wieder eine Truppe hart getroffen. Ich hoffe, dass es überstehen wird. Und wieder wegrennt, ey. Spider, als ob er jubeln würde oder so. Hey, hier drüben, hier drüben. Und die haben auf ihn gehört. Au, 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 au. Kommen noch mehr Gargoyles, ne? Da kommen noch mehr von denen, ja. Ey, ist der Hammer, wie viele das sind hier, ne? Ich würde am liebsten mal die Map ohne Kriegsnebel am Anfang sehen. Die muss in bestimmten Bereichen einfach voll sein, wisst ihr? Oh! Das ist neu! Und nicht sympathisch, dass sie da drüber geflogen sind. Wie viele kommen denn da noch? Ich bin doch gerade ein bisschen perplex. Aber egal, ich versuche jetzt die Linien zu schließen. Habe ich nicht irgendwie sowas wie einen geilen Airstrike oder so jetzt am Start? I am the Sword of Sanguinius. Nee, habe ich nicht. Ich habe immer noch keinen Befehlspunkt. Noch nicht. Vielleicht kriege ich jetzt einen, wenn ich hier mal noch was ausschalte. Feuer frei. Und gleich nochmal. Das Doofe ist halt, der macht halt damit auch nur einmal mega fett Schaden, ne? Und mehr halt auch nicht. On my way. Jetzt gehen wir da hin und heilen den Großen. So, warte mal. Jetzt habe ich aber gerade eben, glaube ich, was bekommen. Nee, habe ich nicht. Shit. Doch, habe ich. Ich habe einen HQ-Punkt. Oh, Sturmkanone. Do your thing. Ist eigentlich der beste Punkt hier, ne? Targets acquired. Warte mal, das kann man doch jetzt auch so da aufnehmen. Oh, wie geil. Ey, ohne Witz, das ist voll cool. Wie weit kann ich rauszoomen? Ich mach das mal gerade eben so, ne?
lassen mal noch mal ein bisschen so fliegen. Ja, ich mach's glaube ich eher von da. Ja, dann ist das Bild nämlich ein bisschen mittiger. Weil von hier sieht man halt die Geschosse besser. Ihr werdet ja sehen, was ich genommen habe, ne? So, und laufen lassen. Hui, hat der aufgeräumt hier. So, genau das wollte ich nämlich sehen. Der Landspeeder versucht dann hier quasi den Rest voll aufzufegen. Das war schon mal ganz brauchbar. Ansonsten geht er jetzt hier auf die Seite. Der Landspeeder hier versucht schon mal in diese Richtung aufzuhalten. Nicht so eine gute Trefferchance, wie mir das lieb wäre. Hm. 65%, komm. 69%. Es sind kleine Boni, aber man kann sie brauchen. Das sind nur zwei, das ist mir zu wenig. Auf der anderen Seite treffe ich da hinten nichts. Und das sind Hormagant-Nahkämpfer, die müssen weg. So, die sind so gut wie weg jetzt. Die Fernkämpfer sind nicht ganz so schlimm. Weil sie uns nicht so krass unter Druck setzen. Ich komme mit denen jetzt gerade nicht mehr weiter. Ich schieße jetzt einfach trotzdem drauf. 46% kommen. Da kann auch was gehen. Okay. Nach Hause können wir gehen mit der Leistung. Mehr aber auch nicht. Battleline Squad ready. Okay, sehe ich da noch was? 35%. Engaging the enemy. Jedes bisschen hilft, muss man sich einreden. Jedes bisschen hilft. Their death is our only option. Ach Gott, die habe ich übersehen. Ich habe die echt übersehen, weil die auf den Leichen rumgestanden sind. Ohne Witz, ich habe sie nicht gesehen. Es hat doch keine Aktionspunkte mehr. Shit! Das hätte ich ja schon längst was gegen die gemacht. Okay, Attacke. Wo ist Brother Eturio? I am ready to help. Er ist hier, okay. I go where I am needed. Ich nutze jetzt ihre Fähigkeit, sich wegzubewegen. Echt jetzt? Das ist gilt auch. Okay, das fand ich jetzt ein bisschen lame. Das fand ich ein klein bisschen lame. Dass das auch geht. Aber wir haben es gelernt. Es ist anscheinend so. Müssen wir mit leben. Okay, Feuer frei. Wo haben wir denn überhaupt noch Punkte? Beim Bruder Eturio. Ja gut, aber was soll ich mit dem Bruder Eturio noch machen? Der kann halt auch gerade eben nichts machen, ne? Das ist das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Nee, da geht nichts. Okay. Zug beenden. Was willst du machen? Okay, immerhin wird das Schießen jetzt sein. Oh Gott. Das war keine gute Idee von denen.
Sie wollten an die da ran, aber haben sich dabei gewastet. Hey, da kommen noch mehr. Das ist nicht zu glauben, wie viele das sind. Under fire! Das ist ja unglaublich, wie viele das sind. Under fire! Ja, ich hab gemerkt, dass wir under fire sind. Das ist mir nicht entgangen. Hey, krass. Hat's doch was gebracht. Dass ich Overwatch dahin gepackt habe. So, komm, mach das Ding. Halt nicht tot. Triff's halt gar nicht. Wow, was? Abgeprallt? Das ist krass. Da kommen noch mehr. Ich hätte gerne einen Predator oder einen Land Raider. Der rollt einfach kurz mal durch wie so ein Staubsauger. Boah. Und die fliegen jetzt hier wieder raus. Weiß der Geier, was sie damit... Okay, ich weiß, was sie damit bezwecken. Carleon angreifen. Hey, ich bin wieder dran. Welch unerwartetes Ereignis. Ey, ohne Witz, ich benutze jetzt mal die Axt gegen das eine Mistvieh. Das schauen wir uns jetzt hier mal aus der Nähe an. Das finde ich echt cool. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen schräg. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich komme... Also ich habe echt Spaß mit diesem Modus. Buff. Ich habe da echt Spaß mit. My vigilance is eternal. Ich gehe jetzt ernsthaft dahin. Ich will mit ihm dir schon mal aufhalten. Das Ganze nach dem Motto, Nase voll. Kein Bock auf noch mehr von euch. Irgendwann ist auch mal gut. Ja, er bleibt da jetzt einfach mal so stehen, ne? Du hast ja auch noch eine Aktion jetzt frei. Oh Gott, er ist sogar schon hier voll wild. Ja, komm. Sollte ich natürlich auch nutzen. Und wir nutzen das natürlich auch. Jetzt habe ich nochmal eine Aktion. Heilen will ich nicht. Obwohl heilen das Sinnvollste gewesen wäre, ne? Aber immerhin ausgeschaltet. Was mache ich jetzt mit ihm? Tja, die Hellblasters are waiting targets. Hier sind eigentlich fast nur noch Fernkämpfer, deswegen können wir auch näher ran. 80%, genau das, was ich sehen will. Das war gut. Das ist nicht gut. Jetzt macht die hier endlich weg, die Nerven. Okay, die sind leider noch da. The Swarm has no right to live. So, ihr geht es da hoch, lasst euch jetzt hier heilen. The blood is strong. Do not falter. Dann ist die große Preisfrage, auf was schießen wir? Ich versuche da drüben zu unterstützen. Die rechte Flanke muss aufholen und deswegen muss ich da unterstützen. Jetzt fällt sie halt einfach nochmal zurück hier in die Linie. Got it. Nee, warte mal, du bist zu angehittet, du musst echt weit weg. Ich will den nicht verlieren, wenn sie es vermeiden lässt.
Kannst du da die jetzt killen? Er kann. Halten wir das mal fest. Und jetzt renne ich ihm jetzt hier auch nochmal ganz, ganz komplett zurück. Er muss ja jetzt hier nicht unbedingt sterben. Ich sehe jetzt schon, dass die Folge länger dauert als gedacht. Ich habe gedacht, ich schaffe das jetzt hier noch. Aber nee, es sind einfach so unfassbar viele Viecher, dass ich das in dieser Folge nicht mehr schaffen werde. Und warum treffe ich hier nichts? Fragen über Fragen, auf die ich so momentan spontan keine Antwort habe. 45% ist das Beste, was ich hier gerade bieten kann. Düster. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Lasst gerne einen Daumen oben da. Bedanke mich bei jedem, der es getan hat, genauso auch bei jedem, der abonniert hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.